Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ich bin gerade nach Hause gekommen und heute ist Montag, der 7.8. Ja, heute möchte ich mal Resümee ziehen. Das heißt, ich möchte nochmal über die letzten Tage beim Schützenfest reden in Gehem. Da habe ich gute Sachen und schlechte Sachen erlebt. Eigentlich habe ich gar nichts Schlechtes erlebt. Kommen wir nämlich zu dem einen Kontrapunkt, zu dem negativen Punkt, den ich erlebt habe. Das war nämlich ein Technikproblem. Mein Handy hat einen automatischen Zoom und den hat er ganze Zeit eingesetzt und gestern bei der großen Parade die meisten Sachen unscharf gemacht. Aber dafür gibt's ja eine Lösung. Schaut einfach in die Playlist Schützenfest 2016 rein und dort habe ich zum Beispiel das Zusammenspielen aller Vereine von vorne und nicht unscharf gefilmt. Ja, gut, wenn man vorbereitet ist. Und das war eigentlich das einzigste Negative vom Schützenfest. Jetzt kommen wir zu den beiden Punkten, die mir aufgefallen sind, die positiv sind. Es waren schöne 2 Tage, Samstag, Zapfenstreich abends, gestern die schöne Parade. Ja, viele Spielmannszüge waren da und Kapellen. Ganz besonders möchte ich die Spielmannszüge und den Spielverein aus Fehlen begrüßen und mich bei denen bedanken, dass sie da waren. Grüße gehen auch an Lukas Renners und Marco Renners. Ihr seid die Besten. Euren Support, den mag ich einfach. Ja, leider heute am 7.8. ist das große Feuerwerk um 22 Uhr. Dort kann ich leider nicht hin, da ich am heutigen Abend noch einen anderen Termin habe. Ich wäre gerne dabei gewesen, hätte es gerne für euch gefilmt. Aber man kann leider nicht alles haben. Ja, ein YouTuber, dem ist gut geholfen, wenn er Sponsoren hat. Auch die hatte ich dieses Mal, das erste Mal beim Schützenfest in Gehem. Da nenne ich mal die 3. Einmal Wolfgang Heinz Junior. Er oder die Familie war da mit dem Hexenhäuschen und sie haben mich versorgt mit Süßigkeiten, damit ich entspannt und auch zwischendurch mal ein bisschen schlickern kann, denn YouTuber ist schon harte Arbeit. Viele denken ja, es ist keine harte Arbeit. Aber man muss immer auf dem Punkt da sein, wo was passiert. Ist man nicht da, ist der Zeitpunkt vorbei. Dann auch Wolfgang Heitz Senior war ein Sponsor von mir. Sie haben den Eiswagen. Dort habe ich mir ein paar Getränke gekauft. Und da ich sie schon oft in meinen Videos gezeigt habe, haben sie ein bisschen Preis nachgelassen. Danke nochmal auch an euch. Und jetzt eigentlich an meinen größten Sponsor, Arend Noack Musikexpress. Wir arbeiten seit der Kirmes 2016 in Ramsdorf zusammen. Ich nehme mit denen Facebook, so kurze Facebook-Videos auf, mache ein bisschen Werbung für die, habe schon Nachtaufnahmen gemacht und. Die findet ihr in der Playlist Kirmes 2016. Ja, am gestrigen Sonntag war ich dann da, die fragen mich, ob ich kurz was drehen kann mit denen. Da habe ich 2 Raupe-Chips bekommen. Danke für euch, das ist nicht selbstverständlich. Und ja, das war jetzt mein Resümee für die Kirmes und das Schützenfest in Gehem. Und ja, ihr habt es auch im Titel da oben gelesen. Danke. Ja, auch geht ein Gruß raus und ein Danke an die Community, die sich sehr gut benommen hat auf dem Schützenfest. Die haben gemerkt, wenn ich am Film war, haben sie mich in Ruhe gelassen, haben gewartet, bis ich fertig war und dann gefragt. Das ist schön. Auch natürlich auch ein Dank an
alle Abonnenten, die es noch werden wollen und, und. Was ist ein YouTuber ohne eine Community? Eigentlich kann ein YouTuber gar nicht ohne eine Community leben, weil sie sind der Schlüssel zum Erfolg. Sie teilen, subscriben, liken und machen alles, damit es den YouTuber gut geht. Und das habe ich euch zu verdanken. Danke, danke, danke. Ja, aber jetzt nochmal zurück zum Schützenfest. Danke an den Schützenverein Geben St. Johanni. Ich denke mal, der heißt so. Wenn ihr wisst als Gebener, schreibt es mir mal runter, ob das richtig ist. Ich glaube wohl. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Kurz und knackig, ein kurzes Resümee. Deswegen, ciao mit V, euer Robin. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Fest. Ich denke mal, das wird das Schützenfest in Heiden oder Fehlen sein. Also, macht's gut, haut da rein und tschüssi. Und denkt dran, auch wir YouTuber sind nur Menschen.